Ach, das ist schon so. Oh, 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 oh. Kingla. Jetzt haben wir jetzt Krabi oder Kingla? Bestimmt Krabi. Nein, Kingla. Großartig. Können wir noch ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Nervig, 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 nervig. Fisch! Das ist einfach so blödsinnig. Was hättest du geglaubt? Ja, jetzt hier kein Scheiß. Schön die ganzen Hyperbälle hier verschleudern. Alter, jetzt hör doch auf damit! Was war das? Ey. Ich will gar nicht aussprechen, was mir gerade alles durch den Kopf geht. Mein. Ja, ist klar, so ein verdammtes dummes Krabi, was grün ist, weißt du? Mit dem verdammten Hyperball, krieg mal dich. Mit Meisterball wird er mir so entkommen hier. Weil ich die Scheiße nur daneben werfe. Das wird wahrscheinlich mit dem einen Meisterball, den ich habe, irgendwie passieren. Dann schmeiße ich den weit daneben. Zum Kotzen, das ist einfach zum Kotzen, dieses Spiel. Das ist kein Pokémon. Einfach Rotze ist das. So, Turtok erreicht Level 42. Ja, Krabi wurde eingelagert. Ist uns bewusst. Hier sollte uns niemand sehen können. Na los, kämpf gegen mich. Und warum soll uns deswegen keiner sehen? Astrainer Malte fordert dich heraus. Und setzt Georok ein. Ja, da bin ich gleich das falsche Pokémon. Pokémon wechseln. Turtok. Das ist eher ein Job für dich. So. Und in den Ring. Tarnstein. Um die Pokémon auf deiner Seite. Kann man das aber zu Ende lesen hier? Ich habe nichts gedrückt. Sehr effektiv. 534 Erfahrungspunkte. Ist Magneton. Ja, da möchten wir wechseln. Magneton? Jetzt bin ich mal überfragt. Magneton? Echt, Magnetilo war ja der Kleine, ne? Double Geek. Das ist sehr effektiv. Zweimal getroffen. Autsch. Wie sieht's denn hier mit Fuchtler aus? Okay, das ist nicht sehr effektiv. Oh, mein armes Nidoking. Ah, verdammt, ich mach natürlich immer wieder Fuchtler. Erschöpfung verwirrt, ey. Das ist so ein Blödsinn.
Komm, Kadabra, kann die Erfahrungspunkte gebrauchen. Nur noch ein bisschen, Kadabra. Kadabra wird von spitzen Stein getroffen. Ah ja. Blueling. Magnet. Nicht sehr effektiv, okay. Egal, hat gereicht. 635 Erfahrungspunkte. Der Rest bekommt auch ein bisschen was. Apollo in den Kampf. Nein, da habe ich das Recht bei Abkadabra. Hallo, Apollo. Und einmal noch gleiche Psychokinese. Das ist sehr effektiv. 568 Erfahrungspunkte. Astrainer Malte wurde besiegt. Jetzt hat zumindest niemand gesehen, wie ich verloren habe. 4000 Pokéballer und 5 Überbälle. Ja, die brauche ich auch. Alle Verballerter. So, jetzt haben wir aber hier noch eine paar Trainer ausgelassen. War das im Spiel? Oh, da ist ein Duflor. Das gibt da so viele schöne Bonbons und Erfahrungspunkte. Also hauptsächlich Erfahrungspunkte. Und ein riesiges Krabi. Vielleicht sollten wir da nochmal gucken nach dem riesigen Krabi. Kannst mal stillhalten? Danke. Dann lass es doch wenigstens sofort rauskommen und nicht immer erst so Ewigkeiten später. Das würde ein bisschen Zeit sparen. Bingo! Duflo wurde gefangen. 557 Erfahrungspunkte und Glurak erreicht Level 44. Gleich kommen wir die Arena machen. Pikachu erreicht Level 44. Und Duflo wird eingelagert. So. Komm her, riesiges Krabi. Bling, bung. Dup, dup. Dup. Duf. War ja so klar. Es war so klar. Jetzt hier. Dung. Dung. Puff. Doch nicht. Gefangen. Krabi wurde gefangen. Ja, da gibt's ein riesiges Krabi, weißt du? Und dann kriegst du nur so ein Scheiß da, wie ein ganz normales Krabi. Ich gewusst hätte. Das kannst du auch echt nicht nachgehen, ne? Dass hier die riesigen. Ja. Machen wir mal einen Vergleich mit dem kleinen. Ein winziges Krabi erscheint. Drei Pokébälle haben wir bei dem riesigen gebraucht, ne? Guck mal. Einen bei dem winzigen. 213 gab es bei dem riesigen. Und da gibt es vier Stärke-Bonbons und 359. Wo ist da der Sinn? Pikachu erreicht Level 45. Kadabra erreicht Level 42. So. Fangen wir hier zwei. Toll. Ja, Mikrapel hatte ich das mal in Ruhe. Wir wollen ja auch irgendwann mal hier weiterkommen. Hallo. Für ein Kind kämpfe ich gut, hat mir mal jemand gesagt. Picknickerin Yanaka fordert dich heraus. Pummeluf wird eingesetzt. Bisaflor. Sollte wohl gehen. Rasierblatt, ja, bleiben wir dabei. Ja, Risikocheckel. Tut ihr aber auch weh, ne?
Ja, guck mal, er hat die ein bisschen für den Rückschuss erleidet. Und wenn ich meinen Bodycheck mache, bin ich direkt wieder platt. ...199 Erfahrungspunkte. Ultrigari an den Kampf. Möchtest du Pokémon wechseln? Ja, möchte ich. Gibt ja so einen kleinen Feuerspucker. Der hat da bestimmt Spaß dran. Glurak gegen Ultrigaria. Einmal ein kleiner Flammenwurf. Das war sehr effektiv. Ja, wundert mich nicht. Du hast 506 Erfahrungspunkte. Pikterin Yanaka wird besiegt, hat verloren. Und gib mir 2 Superbälle. Okay. So, machen wir die zuerst. Meine lieben Pokémon möchten dich gerne kennenlernen. Jo, von mir aus. Picknickerin Sophia fordert dich heraus. Und setzt radikal ein. Gegen Bisaflor. Ich finde Bisaflor so hässlich. Warzenkröte. Knirscher. Bisaflor halt auch bei Level 44. Ja, radikal wurde besiegt. 535 hat aber noch nicht gereicht. Nächstes Entoron ein. Ja, guck mal, da sehen wir doch mal Entoron. Und dann können wir auch wieder schön Rasierblatt nehmen. Der Wasser-Pokémon ist Rasierblatt sehr effektiv. Surfer. Ja, sieht ja ziemlich cool aus, aber mit Pflanzen-Pokémon zu wässern ist nicht so sinnvoll. Machen wir noch einen Rankenhieb, ein bisschen Abwechslung. Bumm. Das ist sehr effektiv. Tschüss, Enteron. Schön, mal einen gesehen zu haben. 674 und wir haben Level 44 erreicht. Ding, ding. Tja, dieser Flo hat auch echt keine schlechten Werte. Wachstum zu erlernen. Nee, den brauchen wir nicht. Sophia wurde besiegt. Picknickerin Sophia. 2 Superbälle. So, das wird wahrscheinlich ein Käfersammler sein. Das ist eher was für Glurak. Wow, deine Ohren sind super cool. Oh, sind nur 4. Hätte ich auch gern schon den 5. Käfersammler, ich glaube, Peter fordert dich heraus. Der Peter, der Bit. Sichloa. Haben wir auch noch nicht gesehen, oder? Hätten wir gehabt, wenn das Spiel so anständig wäre wie Pokémon Gelb. Flammenwurf. Zack, sehr effektiv. Sichlo wurde besiegt. Glurak freut sich mit 630 Erfahrungspunkten. Und setzt Pinsir in den Kampf. Nein, wollen wir auch nicht. Ja, wieder. Haben wir auch noch nicht gehabt. Auf Flammenwurf. Sehr effektiv. Weiter so. Du hast 630 Erfahrungspunkte.
Und der Peter wurde besiegt. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Tja, hast aber schon eigentlich ganz gute Pokémon, muss ich schon sagen. Ich fehle mir noch in der Sammlung. Hallo, möchtest du deine Pokémon gegen meine antreten lassen? Jep. Schon halb Sylvia vor dich heraus. Ein Evoli. So. Oh, Flammenwurf. Und Evoli wird besiegt. 240 Erfahrungspunkte, das ist nicht so viel. Snubbligat. Ja, können wir eigentlich hier Kadabra noch ein bisschen pushen. Damit er nicht so weit hinten liegt. Da ist ein Obliket. Psychokinese. Zack. Und wurde besiegt. Kadabra hat 590 Erfahrungspunkte. Silvia wurde besiegt. Huhu. Huch, schon vorbei? Ja. Drei Pokebälle. Hallo. Vogel-Pokémon sind mein Spezialgebiet. Okay. Wie viel hast du? Vogelprofi Emanuel. Zwei Stück. Ein Dudu. Ja. Dann machen wir doch einfach mal Flammenwurf. Pikachu einzuwechseln. Dauert nur Zeit. Hat ja auch so gereicht. Rest bekommt auch was. Jetzt Tauboga ein. Ja, dann nehmen wir jetzt mal Pikachu, komm. Einwechseln. Da ist Tauboga. Und den brützeln wir jetzt auch mal eben turbomäßig weg. Bums. Aber sowas von gebumst. ...475 Erfahrungspunkte. Profi Emanuel wird besiegt. Vogelprofi. Die Luft ist raus. Du gewinnst 2340 Pokédollar und 3 Pokébälle. Kann ich mir den Quatsch? Ach, wenn ich doch wie Topsy und Tauboga durch die Lüfte sausen könnte. Ja. Ist ja nur so ein Picknicker. Ausgeschlossen, dass ich bei diesem günstigen Wind den Kürzeren ziehe. Auch ein Vogelfan. Kemper Joschka fordere ich heraus. Fukano. Ist jetzt nicht unbedingt. Der Gegner für Tur. Ach, Glurak. Da setzen wir Turtok ein. Da auch ein bisschen hinten liegt. Knirscher. Gegen den dicken Panzer. Da beißt du dir aber die Zähne aus, ey. Bums. Einmal schön mit der Aquaknarre platt gemacht. Nächstes Nidorino. Na komm, bleiben wir jetzt bei Turtok. Und ich schau gleich das nächste Level ab. Oh, Leute, mit Aquaknarre. Sieht so cool aus, wenn er so BÄM nach hinten zieht. Nein, Turtok ist vergiftet.
Schwer vergiftet. Blubberstrahl macht ein bisschen mehr Schaden, oder? Das war jetzt den nicht noch so kurz vor knapp da stehen lassen. Die Ruine wird besiegt. Wurde besiegt. Boom. Level up für Tutork. Level 43. Zack. Und der Rest bekommt auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Joschka wurde besiegt. Der Wind hat sich gedreht. Zwei Superbälle bekommen. Das ist super. Kannst du mal da weggehen? Das ist nicht wahr. Komm ich jetzt da dran? Tja, was ist das denn für ein weiter Weg hier? Dann ist wahrscheinlich nichts Besonderes. Ein Hyperheiler. Naja. Oh,